Kameras sind mittlerweile überall. Wo auch immer man hingeht, man wird beobachtet. Außer in Flugzeugen. Warum? Und an welchen Orten wird man beobachtet, wo es eigentlich verboten sein sollte? All das werdet ihr gleich erfahren. Warum gibt es also keine Kameras in Flugzeugen? Die eigentliche Frage ist, warum sollte es sie geben? Überwachungskameras werden installiert, um die Abläufe in Geschäften, Banken, Krankenhäusern und ähnlichen öffentlichen Orten zu überwachen. Wenn etwas passiert, könnt ihr die Polizei oder Rettungskräfte rufen. In einem Flugzeug sorgt die Besatzung für Ordnung. Wenn etwas Schwerwiegendes passiert, kann man nicht viel machen und eine Kamera hilft in diesem Fall auch nicht weiter. Außerdem dienen Augenzeugenberichte vieler Passagiere dem gleichen Zweck wie eine Kamera. Da Kabinenaufzeichnungen nicht erforderlich sind, warum also das Geld für eine Videoüberwachung ausgeben? Gilt das auch für alle anderen Transportmittel? Natürlich nicht. Ihr habt sicher schon Kameras in U-Bahn-Waggons, Bussen oder Straßenbahnen gesehen. Diese Kameras nehmen nicht nur die erforderlichen Beweise auf, wenn etwas passiert, sondern sie können auch Gesichter erkennen. Das ist ein großer Vorteil für das Aufspüren von Verbrechern. Sie senden auch Geolokalisierungsdaten an Kontrollzentren, damit so schnell wie möglich Hilfe geschickt werden kann. Aber das Coolste ist, dass einige Kameras in der Fahrerkabine installiert sind. Sie können die geringsten Anzeichen dafür erkennen, dass der Fahrer einschläft oder es ihm nicht gut geht. Wo gibt es sonst noch Überwachungskameras? Wenn ihr in einer ziemlich großen Stadt lebt, habt ihr sie sicherlich schon überall gesehen. Auf Straßen, Telefonmasten, fast jedem Gebäudeeingang, im Park und auf Bäumen. Das sieht ganz schön nach globaler Überwachung aus, aber das hat auch Vorteile. Jede Person kann sich an das Hauptquartier wenden, an das all diese Videos geschickt werden und erhält die Aufzeichnungen, wenn es zu einem Zwischenfall kommt. Kann man sich Live-Aufzeichnungen ansehen? Aber sicher, es gibt Seiten, auf denen man auf viele Stadtkameras auch in anderen Ländern zugreifen kann. Ihr könnt einfach so das Geschehen auf der anderen Seite des Globus beobachten. Ein Regisseur hat sogar schon einen ganzen Film nur aus dem Material von echten Stadtkameras gemacht. Wie sehen Kameras im Dunkeln? Das tun sie eigentlich nicht. Es gibt kein Nachtsichtgerät, das in absoluter Dunkelheit funktioniert, aber wenn es auch nur eine kleine Lichtquelle gibt, die das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann, dann wird die Kamera diese Aufnahme mit Hilfe des berühmten grünen Bildes zeigen, was uns verborgen bleibt. Die Kamera wandelt für den Menschen unsichtbare Objekte in der Dunkelheit mit Hilfe spezieller optischer Linsen in sichtbare Objekte um. Dann fügt sie Helligkeit und Kontrast hinzu, sodass eure Augen sie wahrnehmen können. Wer schaut zu, ohne dass ihr es wisst, und was kann man dagegen tun? Leider gibt es Fälle, in denen Kameras dort installiert werden, wo sie vom Gesetz her nicht sein sollten. Ob ihr eine Wohnung mietet, als Gast bei jemandem zu Hause oder in einem Hotel wohnt, ihr könnt nicht immer darauf zählen, dass die Leute ehrlich sind. Überprüft also den Ort auf versteckte Kameras. Beginnen wir mit dem Bad und dem Schlafzimmer. Statistisch gesehen sind dort am häufigsten versteckte Kameras installiert. Einige wurden in den Duschköpfen von Hotels gefunden und sogar winzige Kameras, die im Kleiderhaken an der Kabinentür einer öffentlichen Toilette versteckt waren. Euer Handy kann euch helfen, eine gründliche Suche durchzuführen, aber gleich mehr dazu. Schaut euch elektrische Geräte ganz genau an. Rauch- oder Bewegungsmelder sind beliebte Orte. Versteckte Kameras sind vielleicht nicht sichtbar, aber ihr werdet die Objektive erkennen. Vergesst die Möbel nicht. Regalecken, Schränke, in der Nähe des Bettes. Da kann man die Kameras selbst bei einer oberflächlichen Inspektion erkennen. Prüft kleine Details. Lampenschirme, Bilderrahmen, Uhren und das beliebteste, die Augen von Plüschtieren. Selbst wenn ihr nichts gefunden habt, könnt ihr verdächtige Gegenstände mit einem Pflaster oder Kaugummi abdecken. So, jetzt holt mal euer Telefon raus. Lasst uns diesen Raum noch besser absuchen. Dinge, die ihr vielleicht nicht bemerkt habt? Schaltet die Taschenlampe ein und bewegt sie langsam durch den Raum. Das Kameraobjektiv wird ein wenig reflektieren und ihr solltet in der Lage sein, die Spiegelung zu erkennen. Die Frontkamera eures Handys kann Infrarotstrahlung sehen. Schaltet das Licht aus, schließt die Vorhänge und geht mit eingeschalteter Frontkamera durch den Raum. Wenn eine versteckte Kamera installiert ist, werdet ihr einen kleinen Blitz auf dem Bildschirm eures Telefons bemerken. Moderne Kameras können kleiner als ein Fingernagel sein, sodass es fast unmöglich ist, sie zu finden. Aber man kann ihre Arbeit zumindest stören. Wenn ihr zum Beispiel einen WLAN-Störsender benutzt, stört ihr das Netzwerk und das Signal zur Kamera. Und wenn ihr wisst, wo der WLAN-Router ist, könnt ihr ihn einfach ausschalten, sodass die Kamera das Signal verliert. Ihr könnt auch im App Store nach Programmen suchen, die euch helfen, an WLAN angeschlossene Kameras zu finden. Seid auch in der Nähe von Geldautomaten äußerst vorsichtig. Täter können in oder um sich herum Kameras installieren, um eure PIN zu sehen. Wann immer ihr eure Zahl eingebt, deckt den Bereich immer mit der anderen Hand ab.
Aber wartet, ihr seid noch nicht fertig. Es sind nicht nur die Kameras, um die ihr euch Sorgen machen solltet. An vielen Orten werden anstelle von Überwachungskameras Einwegspiegel eingesetzt, auch wenn sie dort nicht eingesetzt werden sollten. Die Beobachtung geht nur in eine Richtung. Jeder auf der verborgenen Seite sieht euch, aber ihr könnt sie nicht sehen. Wenn sie richtig eingesetzt werden, wie in Verhörräumen und Lebensmittelgeschäften, schaffen diese Spiegel ein echtes Beobachtungssystem, das auch bei Stromausfall funktioniert. Wenn sie dort hängen, wo sie nicht hingehören, wie öffentliche Toiletten, Umkleidekabinen von Geschäften und Hotels, dann habt ihr noch etwas mehr Detektivarbeit zu erledigen. Schaut euch zuerst die Wand an. Wenn der Spiegel nur daran zu hängen scheint und nicht in sie hineingebaut ist, dann ist er wahrscheinlich in Ordnung. Schaltet die Lichter aus und versucht hineinzuspitzen. Ihr könnt auch mit der Taschenlampe eures Telefons in den Spiegel leuchten. Wenn sich auf der anderen Seite ein geheimer Raum befindet, dann könnt ihr vielleicht einen Blick darauf werfen. Ihr könnt auch auf das Glas klopfen. Ein Raum hinter dem Spiegel wird ein hohles Geräusch erzeugen. Der bekannteste ist der Fingernageltrick. Legt euren Finger auf das Glas, als würdet ihr auf euren Spiegel zeigen. Wenn zwischen eurer Fingerspitze und eurem Spiegelbild ein kleiner Spalt vorhanden ist, dann ist es wahrscheinlich nur ein normaler Spiegel. Wenn es keinen Spalt gibt, dann könnte es ein Einwegspiegel sein. Probiert auf jeden Fall auch die anderen Tipps aus, um sicher zu sein. Aber zurück zur Videoüberwachung. Wie funktionieren moderne Hausüberwachungskameras? Die kurze Antwort ist über WLAN. Auf diese Weise kann die Aufzeichnung in Echtzeit von jedem Gerät, Telefon, Computer oder Tablet verfolgt werden. Und wenn das Signal und das Bild abbrechen oder eine seltsame Bewegung eingefangen wird, erhält man eine sofortige Benachrichtigung an sein Gerät. Menschen installieren Kameras aber nicht nur, um ihr Haus vor Dieben zu schützen. Ihr könnt eure Haustiere während eurer Abwesenheit im Auge behalten oder überprüfen, ob der Babysitter seine Arbeit gut macht. Wenn ihr also ein Haussicherheitssystem wollt, wie könnt ihr dann die richtige Kamera auswählen? Ihr solltet auf mehrere Dinge achten. Die Hardware der Kamera. Sie muss hohen und niedrigen Temperaturen standhalten, wenn ihr sie im Freien installiert. Der Sichtwinkel und der Fokus. Je größer der Fokus, desto besser die Bildqualität, aber desto kleiner der Sichtwinkel. Mit einem größeren Sichtwinkel sinkt die Qualität. Am besten ihr lasst euch irgendwo in der goldenen Mitte nieder. Empfindlichkeit der Kamera. Sie sollte Objekte auch in der Dunkelheit erkennen. Der Preis. Man bekommt natürlich das, wofür man bezahlt. Ihr könnt hochwertige Kameras für Tausende von Euros finden. Diese haben ein tadelloses Bild bis zu dem Punkt, an dem ihr glaubt, ihr schaut einen Kinofilm und keine Überwachungsaufnahme. Was ist, wenn ihr kein Geld für Kameras ausgeben könnt, aber euer Haus trotzdem schützen wollt? Ihr könnt ein Risiko eingehen und eine Attrappe verwenden. Ein Dieb kann verscheucht werden oder eine Person kann sich korrekter verhalten, wenn sie eine Sicherheitskamera sieht, egal ob die funktioniert oder nicht. Tatsächlich könnten einige der Kameras, die ihr in Geschäften, auf der Straße, in Hotels oder im Büro seht, Attrappen sein, weil jeder etwas Geld sparen will. Ihr könnt eure Handykamera und eure Computer-Webcam als Überwachungskamera verwenden. Es gibt spezielle Apps, die sie aus der Ferne aktivieren. Angenommen, ihr wollt überprüfen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Ihr öffnet die App also auf eurem Handy und sie zeigt euch das Bild, das die Laptop-Kamera aufnimmt. Und da ist auch Bello, wie er immer ein guter Junge ist. Ja. Hey, wenn ihr heute was Neues gelernt habt, dann gebt dem Video gerne ein Gefällt mir und teilt es mit euren Freunden. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die euch sicher gefallen werden. Klickt einfach links oder rechts und bleibt auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.